Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Mein Name ist Marcel Paar und heute zeige ich dir original amerikanische Cookies. Dazu habe ich mir vorbereitet unten links Rohzucker, Butter und eine Prise Salz. Die Prise Salz dient dazu, um die Süßkraft noch ein wenig zu verstärken. In der Mitte liegen zwei Eier, rechts Weißmehl mit Backpulver und oben backfeste Schokolade. Das wird ein Butterteig werden und die Funktionsweise vom Butterteig geht wie folgt. Wir schlagen uns Butter, Rohzucker und die Prise Salz auf, geben die Eier langsam bei und mischen am Schluss nur kurz noch das Mehl und die Schokoladentropfen darunter. Das Rezept findest du in der Infobox, ist von mir dort eingetragen. Und warum, was ist der Unterschied zwischen Rohzucker und Kristallzucker? Ganz kurz. Der Unterschied dabei ist, dass der Rohzucker noch etwas Melasse von der Zuckerproduktion daran hat, eigentlich nicht so rein ist wie ein Kristallzucker und natürlich im Geschmack noch ein wenig, ja, spezieller ist, ja, kann man so sagen. Jetzt habe ich mir da Butter und Zucker und die Prise Salz in die Rührmaschine gegeben. Da fange ich auf kleiner Stufe an und erhöhe die dann, sobald es ein bisschen gemischt ist. Wenn man natürlich gleich zu Beginn auf die höchste Stufe stellt, läuft man Gefahr, dass die Hälfte der Masse auf dem Tisch landet. Dann schlagen wir uns das auf, bis es schön gemischt ist oder glatt gerührt ist. Es geht circa 1 bis 2 Minuten. Dann geben wir uns dann die Eier bei. Die schlage ich mir hier in diesem Fall einfach so rein. Wichtig dabei ist, dass die Eierschale nicht in die Maschine fällt, sonst hat man dann ja mehr einen Sandkuchen, wenn die Schale da in die laufende Maschine fällt. Aber ja, Spaß beiseite, schlagt euch doch die Eier vielleicht vorsichtsweise in eine Schale und gebt sie dann bei. Dann stoppe ich das Ganze kurz und putze mir den Rand ein wenig runter, damit die Masse wirklich, also der Teig wirklich gleichmäßig vermischt wird. Bei Butterteigen, also Mürbteigen und so weiter, ist das immer dasselbe System. Butter, Zucker, Schaum schlagen, Eier langsam beigeben und am Schluss dann das Mehl und in diesem Fall die Schokoladentropfen oder die backfeste Schokolade. Wichtig, das Mehl nicht mehr lange, also wirklich nur darunter ziehen und nicht mehr schlagen, sonst wird die ganze Masse zäh. Und das wollen wir nicht. Es ist wichtig bei Butterteigen und Mürbteigen, das Mehl nur so kurz wie möglich darunter ziehen. Es gibt auch viele, die darauf schwören, es von Hand noch unterzumischen und gar nicht in der Maschine. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es hier keine Rolle spielt. Und daher gehe ich lieber den einfacheren und unkomplizierten Weg. So heißt der Kanal ja auch. So, wenn ich das dann habe. Kurze Kameraeinstellung noch leider ein wenig verfehlt. Ja, ich portioniere mir die eigentlich mit einem Eisportionierer. Das sind jeweils 40 Gramm circa. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann mir die Cookies so backen oder ich kann mir die Cookies noch ein wenig flach drücken. Das spielt eigentlich keine Rolle, wir das machen wollen, weil sie verlaufen so oder so, weil das Rezeptverhältnis so diesem Rezept angepasst ist. Lasst euch nicht erschrecken, es sind natürlich bei mir in der Produktion, in der Konditorei größere Backbleche, als ihr zu Hause habt, funktioniert aber natürlich auch im Haushaltsofen. Die Cookies kommen dann bei 190 Grad circa 12 Minuten in den Ofen, je nachdem. Einfach goldgelb auspacken. Das war's eigentlich schon mit diesem Video. Jetzt zeige ich hier dann noch eine Variante, wie ich sie flach drücke. Das war's mit diesem Video. Im Anschluss,
seht ihr dann noch die gelungenen Cookies. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr Wünsche habt, Anregungen, Fragen. Oder gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und am liebsten abonniert den Kanal für tolle neue Videos. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel von Einfach Backen.